Mein Donnerstag beginnt immer um 7 Uhr morgens. Ich wache auf und gehe erstmal ins Bad. Gegen 8 Uhr gibt es dann Frühstück, während ich die neueste Ninotaco-TV-Folge schaue. Und um 8.45 Uhr mache ich mich dann auf den Weg in die Uni, vorbei an Reisfeldern und meistens mit dem Fahrrad. Denn um 9 Uhr fängt mein Uni-Alltag direkt mit Japanischunterricht an. Irgendwie bin ich aber immer die Erste. Hashtag Frühaufsteher, Hashtag Pünktlichkeit, aber naja. Mein Japanischkurs am Donnerstag konzentriert sich auf das Sprechen und Hören und das Führen von Gesprächen im Allgemeinen. Danach habe ich eine Pause, in der ich mich kurz auf dem Weg zum Kombini mache. Wir haben zwar einen Lawson und ein 7-Eleven direkt an der Uni, aber irgendwie hat meiner Meinung nach Family Mart für mittags das beste Angebot. Danach gehe ich ins G-Philos. Das ist eine Art Lernraum an meiner Uni für Austauschstudenten und japanische Studenten, die ins Ausland gehen wollen. Dort mache ich ein paar Hausaufgaben oder Vorbereitung für meinen Nebenjob im Deutschcafé. Gegen 12 Uhr beginnt aber erstmal das Englischcafé, in dem ich mir ebenfalls durch einen Nebenjob ein wenig Geld dazu verdiene. Nach getaner Arbeit wird erstmal Mittag gegessen und danach habe ich noch etwas Freizeit, in der ich entweder weitere Hausaufgaben mache oder mich im Internet verliere. Um 14.50 Uhr geht es dann zum Kalligrafieunterricht. Mit Pinsel und einer Art Tintengefäß bewaffnet lernen wir hier die verschiedensten Regeln über die Proportion von Kanji, dürfen uns selbst ausprobieren und bekommen auch Demonstrationen. Danach geht es für mich um 16.30 Uhr direkt weiter zum Tee-Zeremonie-Club. Jede Woche kommt eine jahrelange Tee-Zeremonie-Lehrerin vorbei und erklärt und übt mit uns die vielen Regeln und Schritte der Tee-Zeremonie. Um 18 Uhr muss ich dann direkt weiter zum Deutschcafé. Hier treffe ich mich mit ein paar japanischen Studenten, die an Deutschland interessiert sind, auf der Couch im G-Philos und erzähle ein wenig über unsere Kultur, die Unterschiede zu Japan und manchmal kochen wir auch etwas. Wenn ich dann nach Hause komme, koche oder wärme ich mein Abendbrot auf und schaue ins Anime-Angebot von Amazon Prime Japan rein. Danach verliere ich mich weiter in Animes oder versuche einen Manga oder eine Light Novel zu lesen, bevor ich dann am Ende ins Bett gehe. Gute Nacht!